Es ist ja so, dass wir bereits gebrainwashed sind. Also ab dem Moment, wo wir geboren werden, wo wir in unsere Familien hineinkommen, in unser soziales Umfeld, in unsere Peergruppen reinkommen, lernen wir ja bereits eine gewisse Logik, lernen wir bereits gewisse Glaubenssätze, lernen wir bereits, wie groß darf ich mich eigentlich fühlen? Darf ich viel Geld verdienen? Darf ich mehr Geld verdienen als mein Vater? Das heißt, das Brainwashing hat ja bereits stattgefunden. Was uns wichtig ist, ist herauszufinden, welche dieser Gedankengänge, dieser Muster, wie man sie ja immer nennt, dienen unserem weiteren Wachstum und welche halten uns aber auch zurück. Denn viele von uns, gerade auch Frauen eben in unserer Alterskohorte, kennen dieses Gefühl, unter den eigenen Möglichkeiten zu bleiben und oft so Seitwärts-Steps zu machen. Und man fragt sich ganz lange, warum komme ich nicht vorwärts? Und das hat natürlich genau mit diesen Programmierungen, die ja schon in der Kindheit gestartet sind, zu tun. Und hier wollen wir ansetzen und wollen die Prägungen, die uns nicht dienen, die uns klein halten, die wollen wir verkümmern lassen. Und das tun wir, indem wir neue, produktive Gedankengänge, aber eben auch Handlungsweisen uns antrainieren im wahrsten Sinne des Wortes. Und wahrscheinlich hören Sie es schon heraus, es ist ein Prozess, aber es ist eher, du hast es eben so schön gesagt, ein Whitewashing-Prozess für uns.